vor 3 Jahren gab es die erste Finanzkrise. Wisst ihr das noch? 2008. Da waren in München die größten Pleitebanken. Hypo Real Estate, an diesem Ort hier, mit Milliarden wurde diese Drecksbank gerettet. Ja? Viele, denke ich, haben sich damals schon empört. Viele von euch haben sich damals sicher empört. Aber still, zu Hause, auf dem Sofa, vielleicht irgendwo im Pullover gebissen oder was weiß ich. Jetzt seid ihr hier und es ist gut, dass ihr hier seid. Es hat zwar 3 Jahre gedauert, aber es ist hoffentlich nicht zu spät. Ich habe mich damals schon gefragt, warum nichts stattfindet. Ja? Es wurden Banken gerettet, es gab die Landesbank auch noch, die mit Milliardengeldern gerettet wurde. Es wurden Boni weiterhin bezahlt. Wo waren die Demos? Ja? Also da fragt man sich schon irgendwie. Ja? Gut, dass es jetzt endlich losgeht und ich hoffe, dass es weitergeht. Es muss weitergehen und ein wichtiges Anliegen für mich ist, überlasst es nicht den Parteien. Überlasst es nicht den Parteien. Haben wir den Grünen vorher gehört? Der Grüne inszeniert sich ja als Retter des Sozialstaates, als Retter der kleinen Leute. Da kriege ich einen Lachanfall. Ja. Rot-Grün hat den Bankensektor liberalisiert. Ja. Erinnert euch mal daran. Die haben uns die Scheiße mit eingebrockt, Schröder und die Grünen. Die zahnlosen Griecher von den Grünen. Und Herr Fischer, der sich jetzt das Geld in den Arsch stecken lässt. Ja? Lasst euch von denen nicht einseifen. Bravo! Und ein Wort zur SPD natürlich auch. Ja? Also es ist schon irre, dass diese Partei, die die Bankenliberalisierung noch stärker betrieben hat als Herr Kohl, ja, in seinen besten Tagen, dass diese Partei jetzt wieder hochkommt und sich als Retter der Entrechteten aufspielen will, ja, und dann den Steinbrück aus dem Hut zieht, der mit dafür verantwortlich war, dass diese ganze Bankenliberalisierung Agenda 2010 installiert wurde. Das Problem ist, es gibt eine Meinungsdiktatur, ausgehend von den Parteien und vielen Medien. Und ja, ich glaube. Und es ist wichtig, eine kritische Öffentlichkeit dagegen zu installieren und zu initiieren. Und es ist wichtig, dass sich diese Öffentlichkeit artikuliert, und zwar hier natürlich und auch am Mikro. Ich hoffe, es kommen viele private Leute auch hier hoch und sagen ihre Meinung. Es ist wichtig und nötig, weil die Meinungen von irgendwelchen Berufsdebattanten in Talkshows vertreten zu lassen, es reicht nicht aus. Ja? Da wird man eingeseift mit dem ewig gleichen Scheiß. Ja? Ihr müsst euch selbst artikulieren. Ihr müsst euch selbst artikulieren und ihr müsst es im Kreis eurer Familien, ihr müsst es im Kreis eurer Freunde tun, ja, damit wirklich auch gedanklich was passiert. Eine Sache noch, gedanklich passiert, ja, 2008 war die erste Bankenkrise, 2009 war eine Bundestagswahl. Wisst ihr noch, wie viel die FDP Prozente bekommen hat? Mir wird schlecht! 14,6%. Wer hat diese Partei gewählt? Wo sind die Wähler? Wo sind sie? Vielleicht sind ein paar hier. Ich hab gar kein Hotel. Ich bin sicher, es stehen ein paar hier. Ist ja gut, wenn ein Bewusstseinsprozess eingesetzt hat. Aber er soll weitergehen. Danke euch und kommt wieder.